Einen wunderschönen guten Tag. Zum ersten Mal hört ihr meine Stimme und nicht die Stimme von Remke. Und zwar seht ihr hier Pokémon Feuerrot. Das mache ich nicht allein, das ist auch mit Remke wieder. Aber wir machen einen Together. Das heißt, ich kriege die erste halbe Stunde, Remke die zweite halbe Stunde und so weiter und so fort. Das könnte ziemlich lustig werden, da Remke eigentlich wenig Ahnung, ich möchte jetzt nicht sagen, gar keinen anderen Pokémon hat. Ich habe relativ viel, da ich das oft gespielt habe und ohne viel zu schnacken fangen wir hier gleich mal an. Ich muss leider auf ein bisschen erhöhten Speed spielen, weil mein Spiel ein bisschen leckt, was es gerade komischerweise nicht tut. Also werde ich vielleicht den Speed noch runterstellen, aber ich denke für den Anfang ist es gar nicht so schlecht, weil den jeder kennen sollte. Das heißt, fangen wir einfach mal an. So, neues Spiel. Ich habe vorhin schon ein bisschen angetestet. Das sind übrigens nicht 5 Stunden. Ich habe ein bisschen Speed gespielt. Ich habe eigentlich nur 2 Stunden gespielt und nicht 5 Stunden. Gut, das werde ich jetzt hier nicht vorlesen. Professor Eich werde dann gleich lauschen, aber das ist noch ziemlich unnötig. So. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, wer hätte es gedacht? Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird vom Wesen bewohnt, wie man Pokémon nennt. Das ist übrigens ein Nidoran. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. So, verrätst du mir, das sollte ja nicht sehen. Wir sind natürlich ein Mädchen. Wie lautet der Name? Ich denke mal, in Ehren von Remke und mir zusammen nennen wir uns euch mal Biochip. Wenn das passt, habe ich jetzt vorher nicht ausprobiert, aber mal gucken. Ja, das sollte eigentlich direkt hinkommen. So. Ich werde die halbe Stunde erst starten, wenn ich im Spiel drin bin, weil das zählt doch nicht wirklich, oder? Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Ihr müsst doch ein bisschen gedulden, wenn ihr Remke sehen wollt. Ich denke, das wird bei ihm ein bisschen lustiger werden, aber hier ein bisschen informativer, weil Remke einfach abkacken wird und meine schönen Versuche zunichte machen wird. Aber mal weiter. Also, wir nennen uns Biochip. Biodiesel und Chips frisch natürlich. So, das ist mein Enkel, der gute Gary. Von jeher wollten wir blablabla. Wie war eigentlich noch gleich sein Name? Das sollte er nicht wissen, wenn es sein Enkel ist. Nennen wir ihn. Ach, Moment, da gibt es immer so schöne Auswahlnamen, die einen schon genug beleidigen. Nein, es war nicht grün, es war Hugo zum Beispiel. So. Ah, war es Hugo? Ja, natürlich war es Hugo. Hugo, stimmt, es lag mir auf das Hugo. Ja, aber sicher. Biochip, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Auf jeden Fall, geiles Spiel. So, die halbe Stunde beginnt und los geht's. Wir befinden uns gerade in meinem Zimmer, nichts Besonderes gibt's hier. Da ist meine Mutter, die hat aber nichts zu sagen. So, wir gehen uns jetzt mal hier hoch. Und Eich, warte, geh nicht raus. Professor Eich, draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im Bogengras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. So, jetzt gehen wir in sein komisches Laboratorium da und treffen auf Gary gleich. Da ist er schon. Hugo, Opa, ich will nicht länger warten. Professor Eich, Hugo, lass mich nachdenken. Ach richtig, du solltest ja zu mir kommen. Warte einen Moment. Hier, Biochip. Total bescheuerter Name. Dort liegen 3 Pokémon. Haha. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war. Blablabla. Ich glaube, das ist alles. Wer das nicht kennt, der hat was verpasst. Spielt das selbst. Das kann nicht nur jedem ans Herz legen, der es nicht gespielt hat. So, wir nehmen Bisasam, weil es einfach taktisch das Schlauste ist, was du nehmen kann. Ich mag Bisasam selbst nicht am meisten. Eigentlich ist Glumanda mein Lieblingsstarter, aber wenn man es richtig spielt, ist Bisasam eigentlich das Beste, was man nehmen kann. Das liegt einfach daran, dass Bisasam bei den Arenern dann die besten Chancen hat durch die Stärken und Schwächen seiner Art. So, natürlich werden wir von Gary herausgefordert. Oder Hugo. Eine Auswahl von Rivalen. Der erste Kampf ist natürlich immer besonders spannend. Es kommt natürlich darauf an, wer schneller ist. Mein Bisasam oder sein Glumanda, eigentlich ist man immer sehr schneller. Was sehr gütig ist von Game Freak, aber mal sehen. Ja, wir wissen, wie man kämpft. Das brauchen wir nicht. Komm, geh weg. Ja, ich kann auf Speed drücken. Finde ich ganz toll. Und er ist schneller. Das heißt, wir werden den Kampf wahrscheinlich verlieren. Wenn er nicht dieser seine alte Silberblick-Taktik macht. Ich werde den Kampf einfach mal ein bisschen vorspulen, weil das ist. Und ein Volltreffer. So, das sollte uns den Sieg bescheren. Aber der erste Kampf ist eigentlich. Das ist gut, um ein Level zu machen, aber er ist eigentlich ziemlich unwichtig. Was? Unmöglich! Ich habe das falsche Pokémon ausgesucht. Biochip gewinnt $80 Pokémon. Das finde ich immer ziemlich lustig, wie viel Geld die kleinen Kinder immer haben. Grandios! Bei einem Sieg erhältst du ein Pokémon-Preisgeld und einen Pokémon-Bandstärke.
kämpfe gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon. Ja, wer hätte gedacht, so funktioniert das. So, jetzt dürfen wir für Professor Eich Pokébälle sammeln, der hier Kinderarbeit verlangt. Aber das ist alles noch im Rahmen des Möglichen. Ich hoffe, ich komme weit genug, damit ich ein bisschen noch erklären kann. Oder ein bisschen noch den Anfang so gestalten kann, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil Remke wahrscheinlich nur rumtrollen wird und mir versucht, das hier möglichst schwer zu machen. Aber, na gut. Drückgestart, ja, das ist ja wunderbar. Auf Shark kann ich mein Menü aufrufen, das hätte ich ja nicht erwartet. So, ein Radfratz, das brauchen wir natürlich nicht, aber das werden wir besiegen, um ein bisschen zu leveln. Diese Samen für den ersten Ort natürlich gleich am praktischsten. Mit Chigi eigentlich zusammen, weil Wasser und beziehungsweise Pflanzen sehr effektiv auf Boden und Stein ist und der Rocco einen Kleinstein und einen Onyx besitzt, die beide vom Typ Bodenstein sind. Macht natürlich gleich vierfach Schaden. Und da wir noch den sogenannten Step haben, Step ist der Same Type Attack Bonus, das heißt, wir machen mit einer Attacke, die, wenn zum Beispiel dieser Samen jetzt Ranken verliert. Und mal angenommen, ich glaube, Ranken habt Schaden von 35. Und 35 Schaden macht das, und wenn Rang ist eine Pflanzenattacke und Bisasam ist ein Pflanzen-Pokémon, dann setzt der Step ein, das heißt, wir kriegen plus 50% Schaden obendrauf. Also 50% von 35 sind 17,5, das heißt 17,5 plus 35 sind, nein, ich will nicht diesen komischen Hilfestellung haben, sind 47, nicht, das stimmt nicht, 52,5. Und ich erlerne schon Egosam, was eine Attacke ist, die wir hoffentlich beibehalten werden, solange Remke sie nicht wegmacht. Wir werden uns die Part von anderen nicht anschauen, solange das nicht abgedreht ist. So, ich habe mich schon... Oh, komm schon. Ich sollte vielleicht meine Steuerung noch ein wenig anders belegen, und... Weil das ist echt so Bescheid gemacht von mir. Und die Schrift, Schnelligkeit hochsetzen. Ich glaube, es ist das erste Projekt, worin wir nicht aktiv dabei ist, würde ich gerade mal sagen. Auf diesem Kanal, auf der Gamebox. Tja, Zeitenende. Etania City. Sehr coole Stadt. Habe ich immer früher einen Overfunger von diesem Lied. Auf dem Weg nach Etania City. Sehr geil, die Serie. Und natürlich werden wir jederzeit wieder vorbeikommen. So, dann gehen wir hier in den Laden rein. Dort kriegen wir einfach Paket von dem Ladenbesitzer. Professor Eich schickt dich, oder? Oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das für ihn? Ja, ich hole das Paket für ihn ab. So. Und damit haben wir schon das Paket. Wir müssen jetzt wieder den Weg zurücklatschen und ihm das Paket überbringen. Dann kriegen wir ein ganz besonderes Geschenk von ihm. Route 1. Ach ja, ist ein richtig schönes Nostalgia-Feeling hier. Vor wie lange ist wie alt ist Pokémon jetzt? 13 Jahre, 1999, also zum ersten Mal erschienen auf dem Game Boy. Da habe ich auch zum ersten Mal gespielt, die Rote Edition. Mit 4 Jahren, glaube ich, bei meinem Bruder. Und damals bis heute immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Ja, Radfratz. Ich glaube, die ersten Kämpfe werde ich mal ein bisschen im Speed machen, weil das ist einfach totales, pures Hochlevel hier. So, Taubsi, ja. Das ist wunderschön, Taubsi. Und natürlich Volltreffer. Also, Taubsi sind echt die größten Hexer. Die sind verdammt schnell für die Anfangs-Pokémon, also für die ersten Pokémon, die auftreten, genau wie Radfratz und Mankey. Irgendwie gibt es eine schnelle Pokémon in den ersten Gräsern. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil Bisasam nicht so schnell ist, aber sonst hat es eigentlich nur Vorteile bei den ganzen Arena-Leitern. Das kann ich nochmal drauf eingehen später, aber das sehen wir dann ja auch so. So, ja, wir... Oh, okay. Auf dem Twitch Store seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er fasst automatisch Daten über die Pokémon, die man angefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Ja, das stimmt. Das ist Professor Eich, Biochip, Hugo. Diese beiden sind für euch. Herzlichen Dank. Biodesert, der Pokédex von Professor Eich. Professor Eich, es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu erhalten, um sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Nutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Biochip erhält für 5 Pokémon. So, das war in dem Paket drin. Der Rest ist hier unnötig, was er labert. Blablabla, blablabla, Traum, ja, 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 so. Also, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, ich habe es leider vergessen. Hier gibt es die Karte von Garys Mutter, wie wir da sehen. Also, das ist Garys Mutter. Opa hat die Meinung, nee, ist hier seine Schwester? Seine Schwester ist, okay. Das Lustige ist, dass dieses Haus keine Treppe hat, das heißt, sie müssen alle irgendwie auf dem Boden oder auf dem Tisch schlafen.
Opa hat sich um meinen Botenrang gebeten. Bla bla bla. Hier, das wird dir weiterhelfen. So, die Karte halten. Haus von Hugo, alles klar. So, ich werde hier wieder hochgehen im Speed, weil ich denke, tausendmal der gleiche Weg ist. Es ist alles noch nicht so spektakulär, wie es noch sein wird. So, ein Taubsi, das werde ich mir gleich mal fangen. Weil wir jetzt gleich durch den Britannienwald gehen werden, wo halt viele Käfer sind. Und wenn das jetzt mal reingehen würde, dann könnte man damit sehr gut Käferpuppen umsiegen, weil Flug auf Käfer sehr effektiv ist und Pflanze gegen Käfer eigentlich nichts ausrichten kann. Vor allem nicht gegen Holio, weil Holio Käfer, Käfergift ist und Gift und Käfer sind beide resistent gegen, gegen Pflanzenattacken. Was ich, na gut, Tackle geht noch, aber, wie gesagt, würde ich schnell draufgehen gegen die ganzen Käfer. So. Ich weiß gar nicht, welches Level das jetzt war. Das, nein. Ich habe mich noch nicht ganz mit der Steuerung hier angewöhnt. So, Level 3. Nein, das werden wir nicht nehmen. Wir werden als Level 5 haben. Ne, ich bin gerade im Überlegen, ob ich vielleicht einen Mankey holen soll. Radfahrts brauchen wir alles nicht. Brauchen wir später erst. Ach, das ist alles so eine Zeitverschwendung hier. Ich würde gerne noch den ersten Orden schaffen in der ersten halben Stunde, aber es geht leider nur, wenn ich auch nicht durchspiele und ich will nicht alles im Speed spielen. Da würde Remke mich, glaube ich, auch knechten und sonst was. Falls sich der Ton nervt, den kann ich auch ausmachen. Wegen diesem Hochspeed. Ach oh Gott, was mache ich denn hier? Hier gibt es Stärke, Taubsis, Mankeys und Habitax. Da ist ein Habitax. Und meine Taki natürlich daneben. Das Habitat kann schon Schnabel. Moment, ich glaube, ich werde meinen Habitat holen. Ja, das ist eigentlich schlauer. Da brauche ich nämlich nicht zu warten, bis mein, Taubsi Windsturz erlernt. Das braucht nämlich mein bisschen. Ja, blablabla, stirbt doch. ich will ein Habitat haben. Ja, Mankey ist auch cool, aber das brauchen wir gerade leider nicht. Dort oben, wenn wir den Gang da lang gehen, dann kommt übrigens die Pokémon-Liga. Jetzt ist ja gerade noch was anderes, aber das werde ich jetzt nicht spoilern. Und ja, natürlich hätte ich mal ein bisschen aufgepasst, dass ich gewusst, wie das alles stört, aber nein. Ach, ich behalte jetzt einfach Taubsi, jetzt bin ich einfach mal so. Taubos ist eigentlich auch besser als Imitak. Also. Naja, es ist eigentlich ziemlich ähnlich, aber. Taubos ist ein bisschen besser als. Nein, nein. Ich hoffe, das Video stört euch noch nicht am Anfang, aber das ist alles, das hat man noch alles schon tausendmal gesehen. Und die stumpfen Trainingsphasen sind halt nicht das, was das Spiel ausmacht. So, hoffentlich schaffen wir das. Ja, gut, Tackle geht daneben. Ich hasse Tackle. Tackle ist einer der schlimmsten Attacken im ganzen Spiel. Es zieht nichts ab und es ist auch noch verdammt ungenommen. So, Level 4 immerhin. Und schon wieder heilen gehen, ja, so macht es das Pokémon Spaß. Obwohl ich eigentlich. Nein, okay, das macht auch keinen Sinn. Ich hatte überlegt, im Britannienwald zu trainieren, aber ich habe noch keine Flugattacke, deswegen kann ich noch nicht ausreichend Schaden machen. Da. Hat sich gerade geschüttet, das Teil. Ich spiele übrigens auch sehr gerne online. Das heißt, ich habe da, ich bin da in dem Kampftechnischen sehr drin. Sandwirbel, ganz cool, brauchen wir vielleicht mal später zum Trollen. Oder in aussichtslosen Kämpfen kann das manchmal ziemlich nützlich sein. Ich habe es mal geschafft, mit einem Taubsi den Rocko zu chatten, weil ich einfach sechsmal Sandwirbel auf seinen Onis gemacht habe und er mich einfach überhaupt gar nicht mehr treffen konnte. Also, er konnte schon, aber es hat einfach nicht geklappt. Das Spiel ist noch sehr gütig, also es ist noch sehr spielerfreundlich. Habe ich doch Level 5. Nein, das wollen wir gerade nicht. Ja, komm, töte mich doch. Ja, Wollo. Bestes Taubsi. Wir können ja mal eben die Wesen checken. Nein, und ich habe mich schon wieder verklickt. Ja. Bericht. Wie es kann. Achso, die Parts werden übrigens auch halbstündig sein. Also wir werden den nicht splitten. Es ist. Mäßig. Mäßig ist, glaube ich, ein neutrales Wesen. Ich bin mir nicht sicher, ich werde es mal nachgucken. Frech ist, glaube ich, Nidhoch und Angriff runter. Nee. Spezialangriff runter.
und mein Telefon klingelt gerade. Erst das Telefon, dann Skype, so will man das haben. Aber jetzt geht es weiter. So, was haben wir denn hier? Frech hatte ich gesagt, ne? Ja, Frech ist, glaube ich, irgendwas mit Initiative hoch. Entweder Angriff oder Spezialangriff. Ne, Froh war Spezialangriff. Moment. Froh war, ach, egal. Ich werde das mal im Internet nachgucken. Ich kann die leider nur alle auf Englisch. Frech. Naja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich meine, dass es die Initiative erhöht. Aber ich will da jetzt auch keine Wetten drauf abschließen. So, das Mankey geht eigentlich immer gut EP, deswegen ist es am besten hier zu trainieren am Anfang. Weil manche Pokémon mehr Erfahrungspunkte geben als andere. Wie wir sehen, dass Radfass hat 16 EP Level 2 gebracht, das Mankey 21. Aber das kann auch mal ein bisschen variieren. Okay, dieses Mal nicht, aber das variiert auch manchmal ein wenig. Und gleich werden wir unseren ersten Trainerkampf bestreiten. Nein, stimmt gar nicht, unseren zweiten. Na komm, ein Level hätte ich gerne noch. Oder zwei? Ne, ich glaube, ich hätte ja noch zwei. Das tut mir leid, dass der Anfang immer so stumpf ist, aber da führt leider kein Weg dran vorbei. Das ist leider das Pokémon-Spiel. Ach komm schon, ey, das hätte mir überhaupt gönnen können. Ja, Tackle geht natürlich neben. Scheiße, Tackle, echt ohne Scheiße. Sobald die Tackle loswerden könnten, tut es einfach. Solange es nicht irgendwie gegen Platscher sein kann. Aber es gibt, glaube ich, kein Pokémon, das Tackle um Platscher lernen kann. Also. Solltet ihr nie in diese Bedrohung kommen. Dort unten bei diesem dicken Typen, der da hinter diesem Zerstörerbaum stand, gibt es übrigens das Item Traumfresser. Oder er will uns Traumfresser beibringen lassen, als mit einem Pokémon. Traumfresser ist nicht gerade äußerlich gut, deswegen. Wo ich es einfach nur gesagt haben. So, Windstoß ist gleich viel besser als Tickle, jawohl. So. Glumanda könnte ein Problem werden. Obwohl, nein, okay, das sollte geschafft sein. Dieser Samen erledigt das Teil jetzt ganz souverän, wenn Tickle nicht immer daneben gehen würde. Ach ja, ich und Tickle, ey. So. Ach so, ja, das war. Oh Gott, jetzt habe ich den Kampf vorgespult. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen, ey. Ich bin einfach. Oh Gott, das tut mir leid. Ich werd versuchen, das einzuschränken. Du sollst aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen, ja. Halt's Maul. Zweimal von der Frau geschlagen, das ist echt bitter. So am Anfang seiner Trainerkarriere. Blablabla. So. Jetzt geht's hier weiter. Hier gibt's ein Lamaskar. Gab's was Besonderes drin? Ich werde es mal checken. Ja, stimmt, hier war die Trainerschule. Puh, ich versuche meine Schießen das nicht zu lernen. Interessant. Okay. Wie sorgfältig den Text auf der Tafel? Nein. Entschuldigung. Nein, den will ich nicht lesen. Das interessiert die keinen. So. Gut, das werde ich ja jetzt auf jeden Fall vorspulen, weil das einfach sowas von kotzend langweilig ist. Ja, erzählen wir ein Pokémon-Film, da ich das gerade eben schon gemacht habe. Ist das jetzt natürlich äußerst spektakulär. Es gab, obwohl damals war es wirklich sehr interessant, bei Rot und Blau. Da gab es sich ja einen Bug, wenn man schon bei der Zinnoberinsel gewesen ist, da kann man sich von dort aus ein fliegt man von dort aus zum diesem alten Opa da, lässt man sich zeigen, wer ein Pokémon fängt, fliegt zurück zur Zinnoberinsel, also direkt danach und surft ganz rechts am Rand hoch drunter. Und dann gibt es halt den Bug, dass man Pokémon über Level 100 begegnen kann und dass man auch dem Pokémon Missing No begegnen kann. Was es ist, das könnt ihr ja mal googeln. Das ist eine bisschen längere Geschichte, aber es ist eigentlich ziemlich interessant. So, hier haben wir einen Trank, ja. Tränke sind eigentlich mal ganz lustig. Und ich werde gleich mal irgendwas machen. Und zwar hier der erste Trainerkampf gegen einen anderen Trainer als Gary. Vielleicht etwas bessere. So, will jetzt hier Windstoß? Nein, ich wollte gar nicht antworten. Ich wollte Windstoß eigentlich gegen, brauche ich schon mal Stack-Taste. Ah, sogar. Gegen Tickler enttäuschen, weil ich Windstoß öfters benutzen werde. Also ich würde immer den Tipp geben, ich wollte nicht vorspulen, ich würde immer den Tipp geben, die Attacken, die am meisten benutzt, nach oben zu legen. Das spart, glaube ich, hochgerechnet ziemlich viel Zeit. Eine Herausforderung von Käfersammler. Was für ein Teil? Eusebius? Okay, wunderschöne Leitung. Nein, nicht aufs Video. Hornlio. Sollte natürlich kein Problem sein für Taubs, auch nicht Level 7.
Da haben wir mit dieser Samen ein großes Problem gehabt. Moment, ich müsste. Moment, da will ich mal ganz irgendwas gucken. Nein, aber ich will mal irgendwas gucken. Okay, wie gesagt, kannst du nicht von dem Giftdorn, von der Giftdorn-Fähigkeit von Taubs, von Hornio beschädigt werden, aber es wird trotzdem auf Dauer ziemlich langwierig hier durchzureden mit einem dieser Samen. Gift-Pokémon können übrigens nicht vergiftet werden, deswegen kann das nicht durch seine Fähigkeit angeschickt werden. So, Kakuna, das alte Spiel immer nur Herden. So, es geht weiter. Ich musste einen Stopp machen, der leider nicht ganz so kurz war. Es waren 5 Stunden, glaube ich. Ich glaube, ich habe um 7 angefangen aufzunehmen. Jetzt ist es gerade 12 Uhr nachts. Es gab nicht einige Probleme mit dem Aufnahmeprogramm und dem Schneidprogramm. Es war ein bisschen Stress, aber dann konnte ich das hingekriegt und es geht jetzt einfach mal gleich weiter. Gut, wir haben den Trainer besiegt. Alles klar. Ein Item, ein Gegengift. Ich hoffe, wir schaffen noch den ersten ordentlich noch 12 Minuten. Ich habe nachgeguckt. Ich hoffe, das stimmt so, aber sollte eigentlich richtig sein. Und ein Trainerkampf. So, hier gibt's nur Käfersammler in diesem Wald. Was natürlich klar ist, weil es auch ein Käferwald ist. Aber Pikachu gibt's ja auch zu fangen. Also es gibt nicht nur Käfer. So. Ich muss gerade erstmal wieder reingewöhnen hier. Ich hab jetzt ein bisschen den Faden verloren nach 5 Stunden. Das Ganze geht ja ziemlich flott. Taubsee wird Level 13, Level 18 entwickelt sich das zu Tauboga und Level 16 entwickelt sich Bisasam, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben noch 2 Trainer vor uns, dann können wir schon den ersten Orden abholen. Wer ist noch mit die Stadt? Ich habe den Namen leider gerade vergessen. Ich habe vergessen nachzugucken, was für ein Wesen, was für Effekte die Wesen von den beiden haben. Naja, das werde ich dann wohl noch gleich nach der Aufnahme. So, hier, der erste passive Trainer, den wir haben. Also passiv, das heißt, die uns nicht sofort angaffen und dann los, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Die müssen wir selbst ansprechen und damit sie uns herausfordern. Ein Herausforderer von Käfersammler Himmler. Was ist hier immer für tolle Namen? Das ist unglaublich. Safcon, ja gut, den Kampf gegen Safcon werde ich vorspielen. Das ist nämlich das Unspektakulärste, was man machen kann. Was habt ihr noch? Oh, Squee, sehr gut. Gut, Raupi, auch kein Problem. Fuck, ich hab die Figur geguckt. Ja, ich bin ja so ein. Ah. Dann sag ich mal, ich hab 2 Minuten, dann mach ich so 10 Minuten. Ach Gott, ey. Das ist immer anders. Das mach ich auch immer bei den Survival-Folgen in Minecraft. Naja. Gut, Safcon. Okay, mit einem. Mit einem Windstoß ist das nicht schlecht, weil Safcon eigentlich eine relativ gute Verteidigung hat. Leider können wir noch nicht sprinten, wir haben noch nicht die Turbo-Trete. So, nächster Käfersammler. Mit einem Holly hatte, glaube ich, Level 9. Na komm. Und? Level 9? Jawoll. So, dann wären wir gleich schon beim ersten Orden. Ich kann eigentlich schon mal die Plätze tauschen von Taubsi und. Bisasam, weil Bisasam, ich glaube, sie kann natürlich nichts ausrichten gegen die ganzen Steinviecher von Rocco. Ach Gott, ey. Steuerung herrlich belegt, ey. Muss ich hier unbedingt ändern. So. Ich muss noch immer ganz genau gucken, ob die Attacken auch richtig liegen. Nein. Das nach oben. Das dahin. So, das sollte richtig sein. Also, echt, tauscht die, die Itemzeilen, das lohnt sich, das erspart viel Zeit später. Ich weiß nicht, ist dieser Level 10? Naja, sollte reichen. Pokémon Center brauchen wir nicht, weil wir harte Jungs sind. Oder harte Mädchen, wie auch immer. Aber es hat einfach, ich finde es einfach mehr Style mit dem Mädchen, die ganzen zu besiegen, so mit den 10-jährigen Mädchen, so alle zu bashen. Die habe ich das erste Mal von dem Wort Lichtjahre gehört, fällt mir gerade ein. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Pokémon treten kannst. Ja, und in den Satz wieder nach dem Kaffee, den wir dann erzählen, dass Lichtjahre nur die Entfernung messen und nicht die Zeit. Da habe ich was gelernt. Also, Kleinstein. Ein Rankenhieb ist tot, natürlich.
Ihr seht hier die Arena ist kalt von Level 11. Aber die ganzen Käfer sind natürlich total Abfuck für die guten Pflanzenstarter. Aber die nächsten zwei Arenen sind auch kein Problem für Bisesar. So, damit hätten wir schon den Arena-Sklaven hier besiegt. Oder auch nicht, weil Ranking auch daneben geht. Zwar kein Tickle, aber es hat trotzdem eine Affinität zu daneben. Vor allem, wenn wir Sandwürde auch gekriegt haben. So, Level 12, alles klar. Georg, hier, Mist. Lichtjahre müssen die entfernen. Nicht die Zeit. Das erste, was ich von Pokémon gelernt habe. Ich bin der Arena-Leiter von Marmoria City. Genau, so ist die Stadt. Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Erschossene. Deshalb trainiere ich dein Pokémon. Willst du es noch mit mir aufnehmen? Ja, aber sicher. Okay, zeig mir, wie gut du bist. Sehr gut. Auf jeden Fall ausreichend gut, um dich zu besiegen. Level 12 ist trotzdem kein Ding für Bisesar. Bam. So, damit hätten wir noch gleich den ersten Ort. Und ich habe noch 7 Minuten. Okay, coole Sache. Also wie gesagt, der Anfang zählt jetzt nicht zu meinen 30 Minuten dazu. Weil das war ja nicht wirklich Spielverlauf, das war ja nur Einleitung sozusagen. So, damit hätten wir Onix auch besiegt und den ersten Orden erreicht. Oder ergattert. Und auch unter Level 14, auch sehr gut. Also, das läuft alles wie geplant. Ich hoffe, Remke macht jetzt keine Scheiße und jetzt habe ich den Text weggeklickt. Ich sollte damit aufhören. Felsorden, das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Personen, die den Orden total aufgehängt. Von nun an kann deine Pokémon jederzeit Blitz ersetzen. Das Ding ist, glaube ich, dass Remke überhaupt gar keine Ahnung hat, wo es Blitz gibt. Das sollte ich dann wahrscheinlich wieder machen. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Remke will übrigens auch nicht nachgucken, wo irgendwas ist. Der wird sich voll auf sein Pokémon-Talent verlassen. Was denn das hier mit? Biochip enthält TM39. Das ist Felsgrab. Eine TM? Achso, nee. Was war denn nochmal? Irgendwas mit Maschinen. Enthält Attacke, bla bla bla. Und doch, das ist total egal, Felsgrab und dass wir ganz toll sind und dass wir jetzt zu Mystik gehen müssen. Oder sowas in der Art hat er uns gesagt. Jetzt musste ich hier leider schon wieder tauschen. Nein, nicht da. Weil hier schon wieder gleich Käfersammler auf uns warten werden, die uns natürlich total alle aufmischen können, wenn wir diese Samen vorne haben. Aber vielleicht ist dann auch schon ein Turbo drin. Vielleicht schaffe ich das sogar jetzt noch. Obwohl, nein, wenn ich mit Speed spiele, ohne Speed spiele, dann. Nein. Dann wäre das natürlich nicht möglich sein, jetzt noch einen Turbo zu kriegen. 4 Level in 7 Minuten. 6 Minuten. 5 Minuten. Okay, Zeit vergeht wie sonst was. Sind nicht sehr gut möglich. Okay, oh, Biochip. Ich bin froh, dass ich dich hier erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen. Also nimm es bitte. Biochip behält Turbo-Tritter. Sehr nützlich. Jetzt können wir schneller laufen. Ja, wir können auf durchhalten und Mundum ist jetzt wieder. Na, verlasst mich doch. Also, wir sehen hier, ja, ein Brief dabei. Hallo Biochip. Hier ein paar Turbo-Tritter für meinen geliebten Trainer. Denk daran, ich drücke dir stets die Daumen, gib nie auf. Deine Mama. Ja, deine Mama. Deine Mutter oder was? So, wir sind natürlich jetzt viel schneller, jetzt mit Turbo. Ich spiele jetzt auf den Visible Point Warns und nehme Traps auf und die Audio mit Audacity. Das ist irgendwie fragt. So, hier haben wir schon unsere ersten unglaublich harten Gegner. Eine sehr leicht gekleidete Göre. Was heißt eigentlich Göre? Naja. So, mit Stoß sollte das noch nicht ganz erledigen. Nein, natürlich nicht. Ach ja, diese Kämpfe sind immer so spannend. Wieso dieses... es gibt diese Regelung, dass Attacken nicht immer gleich viel abziehen. Also manche ziehen so viel ab, manche ziehen so viel ab. Obwohl es die gleiche Attacke ist und auch selbe Pokémon. Es gibt, das heißt Min-Max-Damage im Online-Spiel. Und es kotzt immer ziemlich an, weil das manchmal echt ganze Kämpfe kostet. Gut, das spule ich jetzt vor, darauf habe ich gerade
keine Lust, ehrlich gesagt. So, der erste Kiefersammler hier. Die sind natürlich hier gefunden, ist fressen für Taubsen. Wie heißt der denn? Attila. Die Name, ey. Wunderschön. Ich habe noch 3 Minuten. Das sollte noch. Na gut, da komm. Jetzt will ich noch ein bisschen durchziehen. Ich will natürlich Remke ein bisschen zum Staunen bringen. So, Level 15 und ja, ich hab die besiegt und 120. Welches kleines Kind hat 120 Euro dabei? Gibt es da auch noch, wenn man seine Pokémon kaputt schlägt? Ich liebe die Logik. Aber ich liebe das Spiel. Das ist geil. Ist auch meine Lieblingsedition mit Diamant und Platin. Nice, Bedroher. Bedroher bringt, dass der Angriff sinkt. Das ist eine ziemlich gute Fähigkeit. Rayatan hat sogar insgesamt ziemlich gute Fähigkeiten. Expidermis kann es auch noch haben. Das heißt, seine Statusveränderung können vielleicht geheilt werden. Nicht schlecht, Ritter. Aber es hat leider keine guten Werte und keine guten Attacken. Gift ist auch kein guter Typ. Weil es nicht viele Stärken und. Es ist einfach nicht gut. Geht auch nicht wirklich gute Giftattacken, bis auf Toxin und Matschbomb. Schade. Ich mag Gift-Pokémon. Slimer und so sind eigentlich ziemlich cool. Bist du ein Trainer? Ja, der bin ich. Eine Herausforderung von. Geh was mal. Die wollte ich doch verarschen. Gang Golf? Oh Gott, nee, das ist auch wieder nur so ein Banterfutter hier. So, Level 16. Noch 2 Level, dann haben wir einen Taboga. Noch 1 Minute habe ich. Nach dem Kampf wird es wahrscheinlich dann hier meine letzte Station sein. Ja. Yep. Oder? Nee, komm. Einer geht noch. Einer geht noch. Windstoß, jawohl. Ja, immer noch. Alles klar, so, dann rein. Ja, sehr schön, Level 17 auch noch. Ja, das läuft doch. Hoffentlich weiß Röntgen, was mit dem Torsi anzufangen. Ich verabschiede mich. Und wir sehen uns dann in 3 Tagen wieder. Das kommt nicht nur alle 2 Tage, weil es halt so lang ist und wir nicht immer Zeit da aufzunehmen. Ich sag bis dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.